Moin und ein fröhliches Hallo wieder bei Barbecue mit Christian. Vorab, bevor wir zu meinem Essen kommen, herzlichen Dank für all eure Likes, eure Kommentare und all eure Abos, die ihr da gelassen habt. Ich bin wirklich, wirklich glücklich darüber. Nun kommen wir zu unserem Essen heute. Ein DDR-Klassiker. Na, ihr seht, die Zutaten kommen dir drauf. Natürlich alle, die aus der Zone von früher kommen oder Ossis sich nennen, ein Steak au Four. Für alle, die es nicht kennen, Steak au Four bedeutet, dass wir ein Steak haben, da kommt oben was drauf. Das besteht aus einer Mehlschwitze mit einer kleingeschnittenen Hähnchenbrust und Käse überbacken. Und dazu frisch gemachte eigene Pommes. Genau das ist Steak au Four mit Pommes. Und nun kommen wir zu den Details. Wir brauchen natürlich ein paar Nackensteaks. Ich werde es zum allerersten Mal diesmal unten in der Box verlinken, was wir brauchen. Habe ich noch vorher nicht gemacht, aber ist vielleicht praktisch. Also nochmal, ein paar Steaks. Eine Hähnchenbrust, etwas klein geriebenen Käse, ein paar für frische Pommes, in deinem Fall bei mir Kartoffeln, ein bisschen Paprikasalz, etwas Öl. Ich mache es im Airfryer. Wer das nicht hat, eine Fritteuse geht auch. Oder tiefgefrorene Pommes natürlich. Salz und Pfeffer für alles, was wir kennen, und für die Mehlschwitze Butter, was wir ein bisschen Mehl anschwitzen, und eine Hühnerbrühe draufkippen. Bei mir gleich zum Verfeinern Zitrone, Worcestersoße dabei. Wie ihr seht, dass der Käse ist schon hier klein gerieben. Natürlich nicht von mir. Kleinen Hinweis in eigener Sache. Natürlich keine Verlinkung irgendwelcher Produkte bei mir. Das ist hier alles werbefrei. Das ist alles von mir selber gekauft. Es sind nur Empfehlungen von mir. Die muss man nicht haben. Aber ich kann ja mal Kleinigkeiten von mir geben, die mir das Leben erleichtern. Hier zum Beispiel der richtige Einsatz. Dort habe ich diesen dicken Käse, den ich mir hier bei meinem türkischen Händler gekauft habe. Ich kannte ihn gar nicht. 45% Fett, der wird ideal zum Überbacken sein. Ganz mild im Geschmack, ganz toll. Den hat man hier einmal drüber gezogen und da habe ich die herrlichen Streifen. Von diesen Einsätzen gibt es natürlich jede Menge. Die habe ich mal auf so einem Jahrmarkt gekauft. Auch bei mir nennt sich das Hansesheel. Aber auch im Fernsehen habe ich den schon mal gesehen. Ein tolles, einfaches Gerät. Eins der zwei, die ich ständig benutze und mein Leben erleichtern. So, wo war ich stehen? Keine Ahnung, der Käse. So, wir zur Zubereitung. Wir würzen die Steaks natürlich und die Hähnchenbrust nur ganz leicht, ganz dezent, aber das nachher im Einzelnen. Die werden angebraten, auf eine Auflaufform gelegt, beziehungsweise auf einem Backblech. Und oben drauf kommt das au four. Das au four besteht, wie gesagt, aus dieser Mehlschwitze, die angesetzt wird mit Hühnerbrühe, Butter und Mehl. Und klein geschnittene Hähnchenbrust, die kommt von immer von meinem türkischen Händler. In dem Fall ist das bei mir ja eine halbe, weil eine Hähnchenbrust bedeutet bei ihm ja natürlich immer zwei, weil es gibt ja immer zwei Brüste. Ihr wisst schon. Das wird nachher klein geschnitten und kommt einfach in die Mehlschwitze, wird kurz aufgekocht, kurz gar gezogen, Deckel drauf, auch vom Herd genommen. Das geht von ganz alleine. Das, wie gesagt, kommt nachher oben drauf auf die ganz kurz heiß angebratenen Steaks in meiner Steakpfanne. Deswegen auch der Topf für die Mehlschwitze. Und darüber kommt der Käse. Wenn das dann alles in den Ofen geht, dann nochmal so, ich denke mal 15 Minuten dann, oder knapp 20, dann ist das überbacken und fertig, kann gegessen werden. Bei mir gibt es dazu frisch gemachte Pommes. Gibt es gleich im Video. Die natürlich wieder aus meinem berühmten Nicer Dicer Chef mit dem richtigen Einsatz für kleine, schmale Pommes diesmal. Gewürzt einfach mit Paprikasalz und ein bisschen Öl besprüht. Das wie immer in den Airfryer vorfrittiert, nachfrittiert, aber das alles nachher im Detail. So, jetzt wisst ihr, wie es losgeht. Ich werde mir jetzt erstmal ein Bierchen aufmachen und einen kleinen Schluck trinken. In dem Fall, weil einige mein Glas letztens beschwert haben aus einem richtigen Becksglas. Also in diesem Sinne, Freunde, viel Spaß beim Zugucken. Wer keinen Bock auf das hat, den danke ich fürs Reinschauen. Ansonsten für alle anderen, dann bis später. Euer Christian. Ciao. So, fangen wir an. Als allererstes natürlich, was sagt ein berühmter YouTuber ständig? Was brauchen wir? Ein scharfes Messer. In dem Fall habe ich es schon mal ordentlich abgezogen. Das hilft immer. Ich schleife meine Messer allerdings immer nass. Aber dieser kleine Grat, der sich bildet, den kann man jederzeit immer wieder abziehen, macht ein Messer jederzeit richtig scharf. Allerdings, das reicht nicht immer als kleinen Tipp. Irgendwann muss man es schleifen. Nur mal so als Tutorial nebenbei. Ansonsten, wie gesagt, ein Schneidebrett und in dem Fall was Hähnchen ist eine Unterlage wegen dem Hähnchen-Salmonellen, ihr kennt das. So,
Da ziehen wir denn einfach uns die Hähnchenbrust in kurze Stücke. Ihr seht, ein scharfes Messer erleichtert echt das Leben. Ja, typisches Beispiel. Und nun kleine Stücke, die wir nachher in, natürlich in diese Mehlschwitze werfen, kurz gar ziehen lassen. Das ist unser Steak au four. In diesem Sinne, ich werde das zu Ende schneiden. Wenn ich dann fertig bin, kommt es einfach mit Pfeffer und Salz. Ich werde Paprikasalz nehmen, das vereinfacht die Sache. Etwas Pfeffer, ganz klar. So, in diesem Sinne, erstmal dazu und dann gleich geht's weiter. Ciao! Und nun kommen wir auch schon zu den Steaks. Die Steaks, wie ihr seht, waren mal Nackenkoteletts, da habe ich den Knochen abgeschnitten, weil ich keine normalen Steaks gefunden habe. Und jetzt können wir die kurz gratinieren. Da kennt ihr ja alle den Trick, oder ich zumindest mache das immer kurz in eine Zippertüte, dann spritzt das nicht so. Natürlich die flache Seite nicht, die mit den Dings ein bisschen links-rechts geklopft. Das macht die Fasern weich. Das war's schon. Ich mache das nur mit dem ersten. Dann nehme ich mir mein Magic Dust, das alles, das ist so ein bisschen brauner Zucker, ein bisschen Paprika, ein bisschen Pfeffer, Knoblauchpulver. Das reicht zum Würzen. Nee, das ist mir zu wenig. Dann haben wir die andere Seite. Wie immer, ihr kennt mein Gewürzregal, da mache ich nochmal ein eigenes Tutorial dazu. Das muss ich kurz hochhalten, mein Gewürzregal dort mit den Gewürzständern. Immer von dem Möbelhaus, dem Schwedischen, ihr wisst schon, so kurz gerade ist das Video. So, das verreimen wir ganz kurz. Wer darauf keine Lust hat, Pfeffersalz reicht natürlich auch, ein bisschen Paprika. Wunderbar, mehr braucht man nicht. So, das war das erste Steak, nun kommt das zweite. Ihr müsst nicht weiter zugucken, so geht's weiter. Also, bis Vibes dahin, ciao. Und an alle, ja, ich werde jetzt wirklich mit dem Bier aufmachen. Erstmal Prost, ciao. So, Freunde, kommen wir jetzt zu den Kartoffeln bzw. die Pommes. Aber bevor es losgeht, erstmal einen kräftigen oder einen kräftigen Prost auf alle, die zuschauen und aufs Wochenende, Freitagabend oder Freitagnachmittag noch. Wunderbar. Also, Freunde. Oh, der erste Schluck. Ach, einfach der beste Schluck. So, wie ihr seht, habe ich hier so einen Sparschäler. In dem Fall habe ich so einen Doppelsparschäler. Der gehört genauso zu dieser Reibe, wie ich vorhin gezeigt habe. Dort kann man eben ganz schnell eine Kartoffel hoch und runter schälen. Wer es mit dem Messer mag, macht es mit dem Messer. Wer die Schale bei frischen Kartoffeln dran lassen will, lässt die frischen Kartoffeln dran. So, einfach schälen. Naja, komme ich gleich zum Nicer Dicer. Ich schäle jetzt erstmal die Kartoffeln fertig. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Also bis dahin, ich sag mal ciao und oh, auch der zweite Schluck wird lecker, oder? Oh. Ah, hab's doch gewusst. Also, ciao. So, kommen wir nun zu Teil 2 der Pommes. Jetzt hier, wie ihr seht, habe ich sie einfach geschält. Nun kommen wir hier zu meinem Lieblingsgericht. Nicer Dicer Chef mit der großen Fläche, ihr wisst schon, mein Einsatz sind diesmal schmale Pommes, also ganz kleine, ganz klassische, keine Steakhouse-Fritten oder ähnlich. Darauf habe ich heute keine Lust. Ihr seid also live dabei, bei der ersten, die ich mache, einfach rauf und durch. Kurz raufdrücken und durch. Raufdrücken. Ihr bleibt dabei bei meinen 4, 5 Kartoffeln. Das war's schon. Und ich habe hier die perfekten Pommes. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? So, natürlich in dem Fall ganz einfach. Da muss jetzt Wasser drauf. Die müssen jetzt mindestens 20, 30 Minuten wässern. Das hat der Grund, dass die Stärke hier ein bisschen raus muss, weil es eben frische Pommes sind. Dann kommt da einfach nur ein bisschen Öl drauf. Das war es schon. Kein Salz noch nicht. Das würde nur wieder entwässern. Dann zum Airfryer wie die Holländer vorfrittieren bei 130 Grad 15 Minuten. Dann müssen sie kurz einmal austrocknen. Da bildet mein Mülleimer, meldet sich hinter mir die Klappe, die automatische. Dann bildet sich da eine Haut drumherum um die Pommes.
Innen ist sie schon gargezogen, das ist quasi am Anfang wie nur kochen. Und beim zweiten Gang 180 Grad, nochmal 12 Minuten, da ziehen wir sie richtig kross. Dann haben wir halt dieses, wie bei einer Wiener oder Bockwurst, dieses Knacken. Innen haben wir die weiche Masse Kartoffel komplett gar, außen komplett knusprig. Das kriegt man eigentlich im Eingang überhaupt nicht hin. So, das lasse ich jetzt hier einfach stehen und widme mich jetzt der Mehlschwitze. Dazu kommen wir jetzt. Also bis dahin. Ciao und ihr könnt dort ne Prösterchen. So, Freunde, auf geht's. Wie ihr seht, der Topf ist schon heiß, fast zu heiß. Jetzt kommen wir zu der Mehlschwitze. Wie ich da immer so sage. Oh, ist mir gleich ein bisschen. Oh, ist schon zu heiß. Ist viel. Runterdrehen, runterdrehen. Für die helle Mehlschwitze ein Esslöffel Butter. Ein Esslöffel Mehl und dann mit Mais nehmen, Wasser, ich nehme Hühnerbrühe, gibt viel mehr Geschmack. Ja, eigentlich sollte man das hier gar nicht mehr erwähnen, wie so eine Mehlschwitze geht. Aber für alle Kochanfänger, ich habe jetzt einen Arbeitskollegen gehabt, der bringt Wasser zum Anbrennen, die schafft er nicht. Also fangen wir ganz klassisch an. So, die Butter ist jetzt geschmolzen, da kommt jetzt ein gut gehäufter Esslöffel Mehl daran. Ich habe hier so einen Quill, so ein Ding. Und jetzt ganz wichtig, schön quer rühren. Das muss so eine richtige cremige Masse ergeben. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Ja, ich hoffe. Den Herd auf ganz leichte 4 bis 5 stellen. Und ja, das ist sogar noch ein bisschen zu dünn. Dann nehmen wir noch ein bisschen Mehl dazu. Das muss so leicht klumpig cremig werden. Ja, seht ihr das? So muss das werden. Es ist so sämig, zähig. So, und wenn das ergibt. Und ganz wichtig, jetzt schütten wir es halt mit meiner Hühnerbrühe auf. Ganz langsam. Nicht zu viel, immer nur ganz bisschen. Seht ihr das, wie das fest wird? Und dann daraus und rühren, rühren, rühren. Aber niemals zu viel. Denn, und die Klümpchen vermeiden dadurch. Dadurch ergibt sich die ganz einfache helle Mehlschwitze. Es gibt noch eine dunkle Mehlschwitze, die wird ein ganz klein bisschen anders zubereitet. Da muss man das Mehl erst anschwitzen, aber diese hier nicht, upsala. So, jetzt rühre ich und rühre ich und rühre ich. Ich sehe schon keine Klümpchen, ich sehe nichts. Ein bisschen mehr Brühe. So, nicht zu viel. Gar nicht so. Ja, so, da kommt sie doch. Noch ein Schuss. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, vorhin bei der Zutatenliste, Hühnerbrühe ist bei mir auch ganz simpel, ganz einfach. Ich vermeide zwar Glutamat, aber manchmal muss es halt einfach sein. So, ich stelle mal auf 3. Das reicht nämlich. Die darf nämlich nie wieder aufkochen. Das ist so ein ganz kleiner, wichtiger Trick. Immer so bei 80 Grad halten, deswegen immer diese ganz leichten Schübe an der Flüssigkeit. Es geht natürlich auch ganz einfach Wasser. Wie ihr seht, könnt ihr das sehen, ja, im Video, ne? So richtig schöne helle Soße. Die muss natürlich in meinem Fall ein bisschen dünner werden, weil ja gleich das Hähnchen dazu kommt. Aber ganz wichtig, darf nie wieder aufkochen, weil dann würde sie zerstört werden. So, ja, seht ihr das? Da haben wir das doch. Da haben wir unsere schöne, helle Soße. Wunderbar. Ja, die Konsistenz, die gefällt mir gut. Das stellen wir beiseite. Das ist mir gelungen. Da hat sich der Koch doch einen kleinen Schluck verdient. Prösterchen. Oh, ich stelle das sogar auf 2 runter, dass mir das auf gar keinen Fall zum Kochen gerät. Jetzt hole ich natürlich aus dem Kühlschrank die Hähnchenbrust. Natürlich war die Hähnchenbrust im Kühlschrank. Na, selbstverständlich, da gehört sie hin. Denn das Hähnchen ist ein sehr empfindliches Produkt. So, die haben wir jetzt da reingetan. Die kann jetzt hier ordentlich durchziehen. Das tue ich da. Da wird jetzt ein Deckel drauf getan. Und gute 10, 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten ziehen lassen.
Man sieht, irgendwann wird das Häkchenfleisch halt weiß, wie das so typisch für Häkchenfleisch ist. Und dann ist es perfekt. Ich mache mal die Lüfter aus, dann versteht man mich besser. Sollte es ein bisschen zu dick werden, immer noch ein bisschen Hähnchenbrühe dabei. In dem Fall werden wir das jetzt noch würzen mit Zitrone, Worcestersoße. Ihr kennt den Trick, wie man Zitrone wunderbar Flüssigkeit rauskriegt. Kommt das hier durch? Ja, seht ihr nicht. Mit der Hand einfach über die Zitrone ein bisschen drüber reiben. Mit einem kräftigen Druck, das löst die Flüssigkeit in der Zitrone. Dann ein kurzer Schnitt. Meine Hände sind übrigens gewaschen. Dann nimmt man die Finger zusammen, drückt die Zitrone da richtig kräftig aus. Die Kerne bleiben hier in der Hand und der Saft kann reinrinnen. So haben wir Zitrone dabei. Das war's schon. Und jetzt kommt noch ein bisschen Worcestersoße. Natürlich bei mir Dresdner Art. Dann brauchst du später nicht um drauf machen. Das war die ganze Würzung schon. Mehr kommt an meine Mehlschwitze mit dem Hähnchen nicht ran. Das stelle ich dann doch wieder auf 3. Das lasse ich jetzt hier 20 Minuten anständig ziehen. Ich probiere schon mal die Soße. Oh, ja, ja. Ja, das schmeckt schon, aber Pfeffer und eine Prise Salz fehlen noch, merke ich sofort. Mal kurz durchrühren. So. Nochmal probieren. Oh ja. Da haben wir es. Für meinen Geschmack könnte noch einmal Pfeffer. Perfekt. So. Das war die Mehlschwitze, Leute. Mit dem Hähnchen. Das kommt nachher oben auf den Steak. Oh, auf das Steak. Und kommt dann natürlich mit dem Käse in den Ofen. Ja, das war's. Bis später. Ciao. So, während die Mehlschwitze mit dem Hähnchen wunderbar da vor sich her leicht, ohne zu kochen, gar zieht, werden wir uns unsere Pommes kümmern. Die haben jetzt gut gewässert. Spüle ich nochmal ab. So. Wie ihr seht, habe ich hier schon den Airfryer-Korb stehen, aber vorher müssen sie natürlich trocken werden. Dazu werden wir die Pommes natürlich in ein Küchentuch werfen. Man könnte alternativ, wo jetzt ist mir eine runtergefallen, in den Papier und so weiter wickeln, aber nachhaltig ist halt dieser so ein Küchentuch. Kann man kurz waschen. So, damit mache ich das kurz trocken. Und nochmal einen kleinen Hinweis zum Airfryer zu setzen, wie toll der ist. Für Pommes der Hammer. Aber wie gesagt, ich benutze ihn als Toaster, als Frittierteil natürlich für Pommes, als zum Grillen, für Bratwürste und Steaks, für überbackene Sachen zum Aufwärmen, für Eier kochen etc. Airfryer, genauso ein zweites Gerät neben dem Nicer Dicer, das ist das dritte. So, das sind meine drei Geräte. So, hier seht ihr die Pommes, geschnitten mit dem Nicer Dicer Chef, kurz gewässert, jetzt abgetrocknet. Das Einzige, was das jetzt braucht, ist hier so ein bisschen Öl. Und da habe ich so einen Sprüher, das haut man da rein. Einen kleinen Moment bitte, denn so mag ich da ungern da reingreifen. Dafür habe ich mir mal so Handschuhe bei Amazon besorgt. Jeder Spitzenkoch hat sowas. Ich bin kein Spitzenkoch, aber ich habe die Handschuhe. Also macht mich das zu einem... Nee, Quatsch. Ist einfach sehr praktisch. Gerade wenn man mit Chili arbeitet wie ich oder Ölen. So. Das ist jetzt eingeölt. Mehr braucht das schon gar nicht, wie ihr seht. Das ist wirklich ganz leicht nur im Nebel eingehüllt, die Pommes. Die kommen jetzt, schmeiße ich mal den Handschuh schnell direkt hier weg. Die kommen jetzt hier direkt in den Airfryer. Und nun machen wir es wie die Holländer. Wir frittieren vor und frittieren nach. Ich muss euch jetzt doch wieder bewegen. Sonst geht es ja nicht anders. Das kommt hier rein. Upsala, hier eingestellt, 130
bei 15 Minuten. Das ist der erste Gang. Ich hoffe, das ist im Bild zu sehen. Einfach Start gedrückt. So, wenn das dann fertig ist, hole ich sie raus, lasse sie abkühlen. Dann erzähle ich hier gleich nochmal zum zweiten Gang, nämlich bei 180 Grad. Und danach kommt noch das Paprikasalz und drauf. Und dann sind die Pommes auch schon fertig. Also, wir gehen nochmal zu der. Oh ja, das fängt kurz an zu kochen. Das muss ich ausstellen hier ganz kurz. Wie ihr seht, die Hähnchenbrüste sind jetzt wunderbar weiß geworden. Das ist auch schon fertig. Ich habe zu meiner Verteidigung nochmal ein bisschen Worcestersoße dabei getan. Und wirklich eine Fingerspitze, eine Fingerprise Zucker, weil die Säure von der Zitrone ermutigt mir. Aber das soll jeder für sich selbst abschmecken. Dafür muss man etwas länger kochen im Leben. Aber als Anfänger reicht es, wenn man weiß, Zitrone, Zucker passt ein bisschen zusammen. Natürlich ein Schuss Worcestersoße. Muss alles nicht sein. Die reine Mehlschwitze reicht. Mit Hauptsache, man nimmt ein wenig Geflügelbrühe statt einfaches Wasser. Das bringt schon genug Geschmack hier rein. So, also bis dahin, Freunde. Wie ihr seht, ich habe hier so einen Restschluck Bier. Er ist ja noch ausgetrunken. Können wir uns gleich ein zweites aufmachen. Bis dahin erstmal ciao und bis nachher. So, an alle, die bis jetzt durchgehalten haben beim Zugucken, ein kleines Resümee. Wir haben die Pommes, die Kartoffeln geschnitten, geölt, leicht geölt, im Airfryer vorfrittiert. Die sind jetzt ganz weich, die sind durch. Die könnte man jetzt als Kartoffeln essen, aber natürlich keine Pommes. Die Knusprigkeit, die kommt im zweiten Gang. Das Ofur, sprich das Hähnchenfleisch, ist perfekt in meiner schon Worcestersoße, Zitrone, Pfeffersalz, Soße, eingekocht, Mehlschwitze, habt ihr ja gesehen. Perfekt, das kommt näher aufs Fleisch. Mein Bier ist aufgefüllt und klar zum Trinken. Wie ihr seht, es ist für meine Uhrzeit jetzt ein klein bisschen zu früh. Wenn das nämlich nachher losgeht, geht das ratzfatz. Dann nehmen wir unser Steak, grillen das in der Steakpfanne oder normale Pfanne. Das Ofur, sprich das Hähnchen, obendrauf. Bisschen Käse steht im Kühlschrank. Dann schnell im Ofen, 15 Minuten in der gleichen Zeit. 15 Minuten machen die Pommes sich klar. Alles nur auf dem Teller und dann wird verputzt. Für meinen Geschmack ist noch ein bisschen früh, deshalb sage ich jetzt hier erstmal einen Cut. Mach den Deckel drauf, dass alles so bleibt. Wenn es dann losgeht, sehen wir uns wieder. Bis dahin, von mir nochmal vielen Dank für die ganzen Abos und das Zugucken. Prösterchen an euch. Ihr seid echt die Besten. Also bis dahin, euer Christian. Ciao. So, Freunde, jetzt geht's endlich weiter. Zwischendurch habe ich ein kleines Video von mir aufgenommen. Das binde ich ein in diesem Video mit dem Steaks. Ansonsten werde ich das auch separat auf YouTube und Instagram auch nochmal einzeln hochladen. Die Pfanne, man merkt das schon, die hat jetzt die Doppelhitze hier an, die große Fläche meine ich, ist eine Weile an. Die Pommes sind im Airfryer. Habe ich ja gesagt, 180 Grad, 14 Minuten, 30 Minuten, das habe ich jetzt eingestellt. So, jetzt fahren wir fort. Es ist eigentlich, ist das nicht der Rede wert, aber ich habe schon Leute gehört, die bei kaltem Öl und kalter Pfanne Steaks reingeworfen haben. Deswegen fahren wir hier von ganz vorne an. Richtig heiße Pfanne. Öl reinschmeißen. In dem Fall ist das Öl vom türkischen Händler. Das ist Sonnenblumenöl mit 10% Olivenanteil. Mit dem Geschmack. Und das ist genial. Richtig heiß werden lassen die Pfanne. Die Steaks reinwerfen. Oh, die passen hier alle vier gar nicht rein. Da muss ich eins nachgrillen. So. Wichtig ist, dass das hier Steak au Four nur sehr heiß ganz kurz gemacht wird, weil es kommt ja gleich noch in den Ofen. Der Ofen ist schon an mit Oberhitze, Unterhitze, mit Grillfunktion bei 180 Grad, habe ich eingestellt, da kommt gleich raus, das Blech ganz kurz eingeölt, damit ich ankleben kann. Das Ofur, ihr seht es hier ganz kurz, ist schön sämig geworden mit dem Hähnchenfleisch.
Das kommt da drauf. Das kann ich auch noch den Käse zeigen. Der ist natürlich im Kühlschrank. Den hole ich ganz kurz raus. Hier ist der Käse. Schön. Oh Gott, der eiskalt, der klebt sogar auch. Wunderbar, der kommt da drauf. Das ist perfekt. Hier nehmen wir uns die Zange ab hier. Und dann gucken wir kurz runter. Jawohl, das ist schon. Da haben wir einen kleinen Grillmusterstreifen. Seht ihr das, wie toll das Öl funktioniert? Wenn ihr so einen türkischen Händler vor der Tür habt, wunderbar. Ansonsten geht ganz normales Olivenöl. Für mich natürlich ein kleines Schlückchen, ne? Für die Eingefleischten, das Bierglas wurde geändert, weil es schmeckt einfach aus dem Glas besser. Aber das nur für die ganz eingefleischten Arbeitskollegen, sprich Freunde. Apropos Freunde, schönen Gruß und schönes Wochenende. So. Ja, guck dich kurz runter, das ist schon passiert. Mehr braucht dieses Steak auch nicht, das ist ja super dünn. Dafür muss ich das hier kurz hier anheben. Hier unten ist ein kurzes Blech mit ein bisschen Öl geschmiert, da kommt das kurz drauf. Bei kurzen 10 Minuten. Denn die Pommes, die laufen schon. Jetzt haue ich das letzte Steak hier rein. Diese Ufu-Masse schmiere ich jetzt da einfach oben drauf. Das könnt ihr euch jetzt nicht im Video festhalten. Könnt ihr euch da vorstellen, wie das aussieht mit dem Hähnchenfleisch. Ja, oh Gott, ich muss reden. Ja, ihr hört mich. Ja, ich bin dabei, hier diese Steaks zu... Stücken. Oh, wow. Nicht jedes Stück landet da, wo es hin soll. Habe ich hier die Zange. Wunderbar. Das passt. Oh. Wow, ist das heiß. Wow. So, der Käse kommt um drauf. Jeder wie er mag, ein bisschen mehr Käse, ein bisschen weniger Käse. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin natürlich für normalen Käse, wie ihr seht. Geht es an, ganz kurz drauf getan. Das Steak. Wow, ist auch schon fertig. Wäre dann das vierte gleich. Die Pommes laufen. 15 Minuten gleich im Herd und dann kann auch schon angerichtet werden. In diesem Sinne ist total simples Gericht. Nochmal außer die Mehlschwitze mit Hähnchen anrichten. Das ist das einzige Arbeit dabei. Der Rest geht von herein. In diesem Sinne gleich ein bisschen verkosten und naja, Grüßchen, ne? Auf euch, Freunde. Ciao. So, Freunde, es ist geschafft, obwohl es ist ziemlich simpel. Dieses ist das DDR-Steak au Four. Ein Nackensteak, kurz angegrillt mit einer Haube aus Hähnchenbrust mit etwas Mehlschwitze, auch Würzfleisch genannt, mit Käse überbacken. Dazu ein kurzes Bier, so wurde es serviert. Natürlich auch mit einer Cola. Nein, ohne Krautsalat, ohne Schnickschnack, ohne Gemüsebeilage, wie das heute so üblich ist, für mich etwas schade. Ich mag diese ganze Gemüsekram dabei mittlerweile auf dem Tisch, aber so ist das DDR Steak au Four. Ein Steak mit einem Würzfleisch obendrauf und Pommes dabei. In dem Fall natürlich frische Pommes von mir, ihr wisst schon Bescheid. Ich werde es probieren und dann melde ich mich noch ganz kurz. Ansonsten erstmal vielen Dank und ciao. Mm-hmm. Oh mein Gott. Ich habe im Mund. Oh, mm. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie einem ehemaligen DDR-Bürger dieser Geschmack gefehlt hat.
Oh, Steak au Four. Ein Traum. Ein Traum wegen der Delaware. Und so leicht nachzumachen. Haltet euch mein Video, kauft euch eine Hähnchenbrust, ein kurzes Steak und ein paar Pommes. Das ist ein Traum. Oh, ich will wieder reinbeißen. Das ist so. Oh, diese Pommes. Kennt ihr das, in diese Pommes? Und dann könnt ihr. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das lecker. Ist das lecker. Also, mein nebenbei, dass meine frisch gemachten Pommes ein Traum sind, aber. Oh, das Steak au Four. Ein Hammer. Immer wieder ein Hammer. Ist schon klar, warum das ein Traum der DDR war. Also Leute, habt Spaß am Nachkochen, habt Spaß am Essen und am guten Essen und ansonsten, ja, muss ich mich kurz konzentrieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank für die Abos, vielen, vielen Dank für die Daumen hoch. Ihr wisst schon, in dem Fall auch die Glocke aktivieren. Ich habe gar keine Ahnung, ob sowas bei mir gibt, aber wenn das der Fall ist, dann macht das. Ein herrliches und ehrliches Prösterchen auf euch. Ich werde das hier aufessen und das ist so, 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 so geil und so, 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 so einfach. Ich muss ja zwischendurch schon mal aufhören, weil ehrlich gesagt, dieses Essen ist wirklich ein Witz, warum das ist im Restaurant so, so teuer war. So lecker, so einfach. Aber ihr habt ja gesehen bei mir, wie es geht. In diesem Sinne, ciao und viel Spaß beim Nachkochen. Euer Christian und Barbecue mit Christian und ein Bier. Ciao.